Hallo, hier ist Rolf von Tesla Owners US und heute ist der Tag der Electric Light Parade. Und zwar sind da ca. 250.000 Leute, 225.000 bis 250.000 Leute in Phoenix, Downtown oder in der Mitte von der Stadt. Und sie applaudieren und schauen auf uns. Und wenn ihr auch auf uns schauen wollt, dann müsst ihr dranbleiben. Bis gleich. Ja, diese Sektion musste ich mal dubben. Also ich stelle euch mal die ganzen Fahrzeuge vor. Das hier ist Tudors Fahrzeug. Das ist ein totales Bodykit für das Fahrzeug, aber trotzdem lässt er sich nicht davon abhalten, auch das für die Electric Light Parade fertig zu machen. Und hier arbeiten wir an den kleinen Tesla. Da kam später noch einer dazu. Das ist hier Mikes Signature roter Model S, den er sich damals nochmal erworben hat. Und er ist natürlich dann in Rot. Und ein weiter ist gleich John, der bei uns dabei ist. Und der arbeitet auch an seinem Fahrzeug, um es in, ich weiß nicht, weiß oder blau zu machen. Und dann hatten wir hinten noch das Model X und unser Model S. Das ist natürlich wie immer in Puppe, also lila. Das bleibt auch jedes Jahr so. Innenausstattung ist lila, Außenlichter sind auch lila. Ja, wir sind dann soweit fertig und hier stelle ich euch mal gleich das ganze Team vor, das daran gearbeitet hat, um die Parade erfolgreich zu machen. Hey, here we are, the whole team, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and Jim is here as well. Jim was great. Jim is from Inspired LED, and he is helping every year. He's putting his effort in, and we are lighting up all of our cars. We are so happy, and let's do a big cheer. Yay! See you at the parade, guys. Ja, und das mache ich auch noch jedes Jahr, wenn ich einen guten Renter hatte, also einen guten Vermieter hatte. Dann bekommt er zu Electric Light Parade, wenn er dort mitfahren möchte, ein Fahrzeug kostenlos gestellt für einen Tag, für diesen ganzen Zeitraum. Natürlich muss er dabei helfen, das Fahrzeug mit auszuschmücken, aber er kann das Fahrzeug nochmal einen Tag ganz klasse in der Electric Light Parade mitfahren. Batterien und Lichter werden ja gestellt. Und das habe ich dieses Jahr auch gemacht. Manchmal mache ich es mit dem Roadster, diesmal mit dem Model 3. So, und das übersetze ich für euch auch nochmal. Da ist der große Bereitstellungsplatz für die Electric Light Parade. Wir sind schon zwei Fahrzeuge da. Und da sind ungefähr bis dieses Jahr bis zu 90 Gruppen gewesen. Fahrzeuge, Bands, Laufgruppen. Die Gruppe vor uns waren die Pony-Gruppe gewesen. Die haben einen Platz gesucht, der nicht so laut ist. Und da hat man sie zwischen der Electric Light Parade und uns gesteckt. Das ist unser Fahrzeug oben weiß und unten grün, das Model X. Das fährt voraus mit dem Spark-Rental-Schild dran. Das ist ja unser Sponsor, also mich selber. Und die Parade ist noch ungefähr 1,5 Stunden entfernt. Das beginnt so abends um 7 Uhr, da fahren die ersten weg. Wir sind natürlich die leisesten aus der ganzen Parade. Und wir haben auch noch die kleinen Teslas bei uns. Da sitzt meine entzückende Frau. Die macht sich gerade gemütlich. Wir haben da auch mal ein paar nette Getränke dabei und feiern schön an der Parade. Ist natürlich eine Menge Arbeit, aber es zahlt sich immer wieder aus. Und hier sind die kleinen Fahrzeuge. Das hatte ich mal einem Mitarbeiter von Tesla geschenkt im letzten Jahr nach der Parade. Und das durfte das junge Mädchen immer mitfahren jetzt. Ja, und das ist die Electric Auto Association. Hier ist der umgebaute Käfer und eine ihrer anderen Fahrzeuge. Die sind schon länger am Werke. Die haben mich eigentlich dazu gebracht, auch dort mitzufahren. Und die haben ihre Fahrzeuge etwas anders geschmückt. Bei uns sind es nur LEDs mit selbstversorgten Fahrzeugen.
Und hier sind das LEDs, Anhänger und Fahrzeuge, die Plug-in-Hybrids sind. Das ist Sam und die ganzen Leute, die dort mitfahren. Top-Team, haben immer Spaß daran. Dann habe ich natürlich auch gefragt, wo Jim ist. Das ist der Präsident von Phoenix Chapter, der von Phoenix Chapter Electric Auto Association. Und ja, es gibt immer einiges zu tun und einiges zu bequatschen mit all den Leuten, die da sind. Und wir freuen uns immer drauf, dass solche tollen Sachen organisiert werden können. Vor allen Dingen bekommen wir dort Zuschauer. Und zwar sollen die mal sehen, wie einfach und auch bequem, leise und umweltschonend elektrische Fahrzeuge unterwegs sein können. Dann hatte ich mich noch um Ben gekümmert. Hier ist einer der Fahrzeuge, der heißt, glaube ich, Ampera E, die jetzt kommen. Und Ben hat sich ein neues Fahrzeug Ampera E gekauft. Das hat ungefähr 230, 250 Meilen Reichweite. Eigentlich ein ganz vernünftiges Fahrzeug, hergestellt von GM, General Motors. Das ist die Mutter von Ben. Und Ben hilft gerade jemand anderem aus, für die Parade bereit zu sein. Na, die Leute bekleben das hier mit so einem Malerzeug und das sieht natürlich jetzt nicht so schön aus. Das sieht natürlich dann besser aus, wenn alles dunkel ist. Da sieht man nämlich diese blauen Streifen nicht mehr damit. Ja, das ist Ben sein Fahrzeug und er hat auch noch eine spezielle Scheinwerfer oben auf dem Dach installiert, die ganz stark nach oben abscheinen. Ja, und wir haben uns dann weiterhin noch viele, viele andere angeschaut. Und hier kommt schon John mit seinem Fahrzeug. Den hatte ich mal mit nach unten dirigiert. Wir waren einer der Fahrzeuge in der Gruppe 47, also ungefähr auf der Hälfte der Strecke, die dort gefahren sind. Und hier sieht man auch die anderen Fahrzeuge. Das sind natürlich alles Verbrennungsfahrzeuge, die da so mitfahren. Wir sind die umweltschonendsten von der ganzen Parade dort. So, da war ich mal kurz draußen gewesen, also woanders. Und dann kam ich zurück und dann waren schon alle Fahrzeuge da. Also fast alle. Da kamen noch ein paar dazu. Und die haben wir alle begrüßt. Und hier ist Tudor, unser Freund. Und der wollte mir nochmal zeigen, er hatte unser Schild gehabt, das unser Nummernschild sozusagen für die Gruppe, die dort mitfährt, damit die Leute, die die Gruppe annoncieren, wissen, wer wir sind. Und hier hat er seinen kleinen E-Roller gehabt, den hat er natürlich auch mit Elektrizität versorgt, um zusätzlich LEDs an den E-Roller anzubringen. Und dann haben wir das Zeichen. Normalerweise müsste jemand mit diesem Zeichen laufen. Das haben wir aber stattdessen an den Roller angebracht. Und da ist einer seiner Söhne, glaube ich, mit dem Roller immer hoch und runter gefahren, um zu zeigen, wer wir sind in der Parade. Ja, und dann war es schon wieder dunkel und es ist etwas ein bisschen verschwommen, aber das kommt bald besser. Wir sind dann kurz vor der Parade, haben wir alle Lichter angemacht und haben unsere Autos voll beleuchtet. Und jetzt sieht er mal, das ist meistens war es doch tatsächlich in grün unten und rot oben als Beleuchtung, so typisch für Weihnachten, na, bis auf den lilanen natürlich oder den ganz roten oder den weißgrünen. Und wir haben alle Fahrzeuge wunderbar ausgeschmückt und wir waren also bereit loszufahren. Dann habe ich noch die Türen etwas leichter angehoben. Es hat nämlich angefangen, etwas zu regnen. Und deshalb haben wir die Türen etwas leichter in einem leichteren Winkel angesetzt. Und hier kommt dann gleich, denn sind wir nochmal rübergegangen, nochmal die Fahrzeuge inspiziert, dass auch alles in Ordnung ist. Tudor war auch klar. Alle Fahrzeuge. Und dann mussten wir uns natürlich auch noch um die kleinen Fahrzeuge kümmern. Die müssten genau eingewiesen werden, wo sie zu fahren haben. Die sind hinter dem ersten,
Also hinter unserem Fahrzeug, in der Model X, dass wir die eben hinten beobachten konnten in der Rückkamera und zwischen dem Model S vom Tudor gefahren. Und gut, dass wir schön Sensoren haben ringsum um das Fahrzeug. Da kann man nämlich dann auch genau beobachten und sehen, wo die Kids hinter gefahren sind. Sie müssen natürlich immer hinter uns bleiben und auch in Sichtweite des Großvaters, das ist Tudor, der da mitfährt. Also die Kinder haben einen riesen Spaß einmal an der Sache und die fragen immer schon Wochen vorher, wann ist denn die Electric Light Parade? Und die dürfen natürlich dann in diesen kleinen Lithium-Ion-Electric-Teslas fahren. Und dann haben die einen Riesenspaß, da werden die Leute abgeklatscht und dann werden die Leute da knapp dran gefahren und wird hin und her. Und diesmal hat man sogar drei Fahrzeuge. Das war natürlich also wirklich niedlich und toll anzusehen. Und dann hatten wir hier die Fahrzeuge. Das ist ja so praktisch, da ist ja vorne ein Frunk in dem Fahrzeug drinne. Und da kann man dann zusätzliche Anlagen oder Geräte noch mit in den Frunk vorne installieren, damit man genug Energie hat für das Licht. Weil da ist ja normalerweise kein Lichtanschluss. Die Lithium-Ion-Batterie ist nur dafür da, um das Fahrzeug anzutreiben. Und ich glaube, in einem Jahr ist uns auch mal das Licht ausgegangen von einem der Fahrzeuge. Deshalb haben wir da jetzt vorne in dem Frunk, also in den Frontkofferraum, noch zusätzliche Batterien drin, eine zusätzliche Batterie drin, eine gute, die wir dann zum Zeitpunkt, wenn es losgehen soll, anschließen. Und das passt eigentlich hier immer ganz gut. Hier seht ihr auch nochmal den Roller in ganz grün. Der ist auch schon aktiviert. Das war sozusagen unser Runner. Eigentlich ist es ein Runner, also ein Läufer, der den Zug mit dem Schild begleiten muss, damit jeder weiß, wer wir sind und was zu annoncieren ist. Da kommt immer so ein kurzer Spruch noch mit dazu. Und dann haben wir alle Autos angeschlossen und aktiviert. Ich habe den Tudor hier nochmal helfen müssen, weil es im Dunkeln ist, das ja dann etwas schwieriger zu sehen. Da habe ich ihn mit meinem Telefon geleuchtet, damit er das sehen konnte. Ja. Und ja, alles ist aktiviert, alles ist fertig und wir freuen uns auf die Parade, dass sie nun endlich losgehen kann. Das waren uns insgesamt 90 Gruppen dieses Jahr dabei, die in dieser Parade ihre Sachen vorgeführt haben. Und es wird eigentlich jedes Jahr immer mehr und die Parade findet schon führt ungefähr 2,5 Meilen seit ca. 30 Jahren statt. Und wir sind schon seit, ich sag mal, einigen Jahren dabei, jedes Jahr. Und jedes Jahr werden es eigentlich immer mehr und immer mehr, die interessiert sind. Und vor allen Dingen wichtig ist, dass die Kinder die Fahrzeuge kennen, aber meistens die Erwachsenen nicht. Und die Kinder wissen genau, was das für Fahrzeuge sind und die freuen sich natürlich auch immer riesig drüber, wenn wir vorbeifahren und die kleinen Kinder bei denen vorbeikommen. Ja, und dann kann es auch bald losgehen mit unserer Parade hier. Also da sind kleine und große Firmen dabei und der Sheriff hier ist auch dabei mit einem großen Zug, also der einer von den Bussen vom Gefängnis. Und hier seht ihr eine Real Estate, also eine Maklerfirma, die kann sich sogar eine ganze Band leisten, die auf dem Zug ist und während der Parade spielt. Und das war schon ganz interessant. Also kleine, große Gruppen und auch Vereine sind natürlich auch reichlich dabei bei dieser Gruppe. Was uns auch sehr gefreut hat, war, dass wir, jetzt zeige ich das auch nochmal, die Ponys vor uns hatten. Es gibt nämlich eine Ponygruppe oder von Kleinpferden und die hatten gefragt, ob es einen ruhigen Platz gibt in der Parade. Und so hat man die Electric Auto Association, also die ich kurz vorgestellt hatte, vorgesetzt und uns
dahinter gesetzt und die Ponys war dazwischen. Und die hatten sogar jemand dabei, der, falls die Ponys einen kleinen Fleck gemacht hatten oder etwas auf die Straße geköttelt hatten, dann hatte das jemand auch weggemacht. Und da waren kleine Wagen dabei, oder aber alle Ponys waren mit Lichtern beschmückt, Batterien dabei. Natürlich war eigentlich eine ganz süße Gruppe. Und diesmal wurden die Ponys nicht verschreckt von irgendwelchen lauten Gebrumme und Fahrzeugen, weil die vor uns waren die Leisen und die nach uns, das waren wir, waren auch. So, und da gehen sie schon, die Ponytruppe, und direkt vor uns, nach der Electric Auto Association, ist die Ponytruppe gegangen und nach der Ponytruppe waren wir. Und da sind sie schon vorgeschossen, wie man hier so schön sehen kann. Also drei Gruppen, die super leise marschiert sind. All right. Well, oh gosh, isn't that fabulous? Wow. Rent the Tesla of your dreams from Spark Rental. How cool is that? I love how the doors open on that thing. All right. So we do have all Teslas. They do have all Teslas from the Model X to the Model S, Model 3, and the original Roadster. And if you are not sure about the electric car experience, you can rent a Tesla. Test it out. Take it up and down ways here in the valley. See if you like it and experience the future of sustainable transportation. Look at those baby Teslas. I want one of those. That's the one I want as yeah. well. Yeah. How fun is that? They're learning how to drive. There's our future right there. It's so cute. That is great. And it's really kind. I mean, we could just see them in the light when they get closer, but those cars are beautiful. They are gorgeous, the way the wings come up. Yes. Oh, beautiful, beautiful vehicle. And they're quiet, too. Hope they plugged in, right? Because they have another 2.1 miles to go. This whole parade route, by the way, is about 2.5 miles. Mm-hmm. And in case you're wondering, we had about 90 entrants in That's this right. year's parade. It was one of the largest, and it was so cool because we were just sitting here going, okay, not a lot of folks. The rain didn't keep them away. They're not still good. Coming down the street. And 2.5 miles that everyone will walk here. And these entrants include everything from high school bands, of course, to just folks and family. And it's just really cool. And I like some of the newer additions that we're seeing this year. Like the I mean, look at that. I know. That is such a cool display behind us. I love it. Yes. That's television, yeah? And now we are on television. ABC 15. We'll be right back.
don't ever want you. Take me to your soul.
say.